Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem weiteren Part von Tomb Raider 2. Das sieht gerade nach Demo aus, da ich nichts tue. Ich habe euch wieder mal den Markus mitgebracht, weil, erstens, er hat mich in diese ganze Lage rein katapultiert. Ohne ihn wäre ich nämlich hier nicht jetzt an dieser Stelle. Und zweitens, ich traue mich nicht mehr alleine. Hallo. Ah! Oh Manu. Also, wir können mit dieser Stelle noch ziemlich lange rechnen, dass die noch ziemlich lange brauchen wird. Wer sagt überhaupt, dass du da schnell rüberspringen musst? Naja, aber irgendwann geht's halt wieder an, ne? Ja, du weißt ja nicht, wie lang. Guck, ist alles voll gechillt. Und die stirbt sofort, oder was? Ah, die brennt! Ja, bei Minecraft brennst du auch, da läufst du ins Wasser und alles ist gut. Wer spielt denn auch Minecraft? Du. Nein! Also. I want to speichern! Ich will das nie wieder tun. Nie wieder. Und jetzt sagt mir nicht, dass hier irgendwo nochmal solche Fallen kommen. Ich glaube dann. Machen wir das schon mal, oder? Nein, nicht ganz. Hallo, da sind Hunde, Biatsch. Jetzt. Knall die ab! Wie lange es dafür überhaupt halt braucht, ne? So, und jetzt bitte lass da unten irgendwo ein Medipack liegen. Ich speichere einfach alle 10 Sekunden, weil mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Irgendwie wird es nämlich sonst nichts. Seit dem letzten Speichern hast du eigentlich nur Munition verballert? Ja, Pistolen sind unbeschränkt. Von daher macht das nichts. Wenn ich jetzt einmal angeballert werde, bin ich tot. Just saying. Ja, der nächste kommt bestimmt. Danke. Okay, dann suchen wir jetzt alles nach einem Medipack ab. Guck mal, diesmal ist mehr Einrichtung da als letztes Mal. Toll. Alles komische weiße Tische mit Decken. Also ich denke mal. Alles abgedeckt, unbekannt verzogen. Vielleicht sind darunter auch Dinge, die wir nicht finden sollen. Ich weiß auf jeden Fall, wo ich hin muss. Denke ich mal. Da oben ist nämlich alles so frei und erkundbar. Allerdings hätte ich gerne vorher ein Medipack. Ich wäre ihnen sehr verbunden. Na, wenn alles so hoch ist und alles erkundbar, dann dauert der Level bestimmt noch ein bisschen. Oh, mach mir nur Hoffnung. Ich hab dich natürlich auch lieb. Total. Wenn du mir weiterhin so gute Hoffnungen bringst. Dann. Dann noch mehr. Ich bin verwirrt. Ah ja, Augen zu und durch, lauf da rein. Da ist ja ein Gitter davor. Da, ja, da geht's auch links lang, oder nicht? Nee, da komm ich nicht rein. Glaub ich zumindest. Ich kann ja extra für dich nochmal gucken. Nein, guck, okay. Da ist nix. Links rum. Echt? Okay, das heißt, mühsam jetzt hier das Eichhörnchen ein bisschen irgendwie da hoch. Oder da war noch was ich noch gesehen habe. Ey, guck mal, ein Kamin nochmal. So wie letztes Mal, da war auch ein Kamin. Ja, im Kamin, da ist aber diesmal Feuer. Da. Macht ja nichts, du kennst dich jetzt mit Feuer aus. Du hasst mich, kann das? Auslegungssache. Danke. Ist ja nur die Lara Croft. Ja, die ich steuern muss. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist, da runter zu springen. Ja, musst du wissen, ob du da schon mal warst, da unten im Wasser irgendwie. Ich glaube nicht. Ich kann da wieder hochklettern, also gehe ich da runter. Aber nichtsdestotrotz, es ist sicherer. Ich sollte es letztes Speicher nennen.
da auch noch alles so systematisch machst, ey. Du nimmst immer einen anderen Speicherstand und alles. Ja, denkst du, ich verspeichere mich? Dann ist es verspeichert und dann habe ich mich voll verspeichert und dann ist alles vorbei. Da muss ich irgendwo anders neu anfangen. Weißt du, was das für eine Arbeit ist? Das ist wie wenn du bei Kaizo Mario dein mühsam erarbeiteten Safe-State überschreiben tun tust. So fünfmal passiert, dass ich mich versafe-state deshalb und die ganzen Trace-Level nochmal spielen musste. Armes Bubbel. Deswegen, warum sollst du verschont bleiben? Ja, weil ich's kann. Weil mir sowas nicht passiert. Tomb Raider ist auch kein Kaizo Mario, muss man dazu sagen. Ach Quatsch! Das sieht nur so aus. Ich würde jetzt gerne da hoch, aber ich glaube, ich komme da nicht hoch. Da drüben liegt was. Guck mal. Da. Ich weiß nicht, was es ist. Und da geht es nach unten. Erwähnt ich, dass ich ganz dolle Angst vor Wasser habe? Ich kann mich erinnern, die Steuerung beim Schwimmen war nicht so prickelnd. Die ist da bescheiden. Ich wollte aber eigentlich eine Fackel. Ja, ich kann Fackeln unter Wasser setzen, glaube ich zumindest. Okay. Wenn sie mir gleich abkratzt. Ja, so ein schönes Unterwasserlabyrinth, wo man schnell ist. Da hinten ist nur ein Secret, da will ich nicht hin. Ich brauche keine Secrets. Echt nicht, danke. Was für Secrets? Also ich glaube, man kann das Wasser hier irgendwie ablassen, weil erstens hier ist eine Tür. Und zweitens gibt's da Treppen. Also ich denke. Naja. Schnapp den Eimer Wasser. Ja, ich schöpfe das Wasser einfach raus. Wird schon werden. Oder trink. Trink. Ich trinke das ganze Wasser. Aber ich glaube, das gibt dann. Ist dann nicht so gut. Gut, dann erstmal nochmal wieder hoch. Ist das ganz Venedig oder was? Ist Venedig? Das ist komplett Venedig hier. Die haben uns da komplett Venedig hingezimmert. Ja, ich meine nur, da musst du komplett Venedig auslaufen. Ach, macht ja nix. Ich hab ja eh Durst. Schön ist, dass sie die Fackel in der Hand hält, obwohl sie nicht mehr brennt. Mädchen, quill dich nach oben. Schneller. Danke. Okay. Soweit, so gut. Wir wissen also, da unten ist was und... Ja. Aber hier ist noch weniger. Was? Ja, ich weiß. Kann ich mich vielleicht... Nein, kann ich nicht. Weil der stand da so. Weißt du, der stand da so, als dachte ich mir so, vielleicht kannst du da was machen dran. Oder so, hopp. Aber das geht leider nicht. Schade eigentlich. Fände ich voll cool. Was machen gegen die Wand zerschellen damit? Ja, oder keine Ahnung, damit rumbaumeln und mich freuen. Ja, das kannst du privat machen. Ach komm. Jetzt komm hier aber nicht so hier, mein Freund. Also irgendwie hänge ich gerade fest. Kann das? Manchmal gibt es ja auch so, dass man so Kerzenschalter drücken muss, aber das ist ja auch nicht. Weil die hing da so verdächtig, aber nein. Schade eigentlich. Und guck, verstehst du jetzt, was ich meine? Weil da ist nämlich, das sieht aus wie ein Seil, als könnte sie sich daran festhalten. Ja. Aber ich komme da halt nicht hin. Außer ich kann durch das Fenster irgendwie nach oben klettern. Kann ich aber nicht. Das ist doch alles eigenartig. Nun gut. Ich bin gerade leicht überfragt. Vorne nach. Ich war als der Meinung, da ging es weiter. Da vorne? Lauf einfach mal dagegen. Dann machen wir mal vorne. Bomm. Ja, ich hab's zu dir gesagt. Da ist nix. Hier ist nix. Was
ganz böse wäre, wenn da jetzt hier irgendwie sowas von wegen das Bild ginge auf oder so. Oder ich kann dir diese Dinger rumschieben, weil das wäre mies. Aber ich glaube nicht, dass Lara so ein Mannsweib ist, dass sie das... Nein, kann sie nicht. Vielleicht kann ich aber auch von hier... Im Moment, nur am letzten Part hat es im Kamin so eine 300 Kilo schwere Steinsplattform rumgehoben, ja. Und dann kommst du mit so einem Sessel und das soll sie nicht können, oder wie? Ach ja, komm, das ist jetzt auch kein Sessel. Ja, also jetzt... Ich meine, ich verstehe deine Logik, aber... Ich weiß nicht. Ich glaube, Lara versteht sie nicht. Und da hinten sind so komische Abdrücke und das ist alles ganz eigenartig. Hm. Ich bin überfragt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hilfe! Ich glaube, ich gehe jetzt in mich, mache einen kurzen Cut... Und schaue gleich, ob ich hier weiterkomme. Vielleicht muss ich doch noch mal ins Tiefe lassen, da in dem Labyrinth weiter. Hm, wirklich. Das fürchte ich nämlich.